Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den L'Occitane Adventskalender, genau, und zwar die klassische Variante. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Varianten von dem Adventskalender. Ich habe die Variante hier für 59 Euro, nennt sich Geschenkfabrik. Und da gibt es noch einen, ich glaube, der kostet 119 Euro, nennt sich, ich muss es ablesen, Leute, ich kann mir das nicht merken, Weihnachtsschätze. Und dann gibt es noch die ganz hochpreisige Variante, ich glaube, für 199 Tacken, das ist hart, die Magie der Provence. Ich habe jetzt in der Kooperation den klassischen zugeschickt bekommen und genau den hier kann ich auch, also nicht den, sondern quasi ein, Baugleichen, ne? Kann ich in diesem Video an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, der wird dann nämlich von L'Occitane direkt an euch gesendet, denn solche Kooperationen sind nur eben deswegen möglich, weil ich euch habe. Und deswegen frage ich auch immer direkt nach einem Rabattcode oder nach einer Möglichkeit, dass man irgendwas verlosen kann oder sowas, ne? Finde ich immer sehr, sehr wichtig. L'Occitane kenne ich persönlich eigentlich nur als Handcremes, deswegen bin ich super gespannt, was da jetzt drin ist. Und die Handcremes haben immer eine klasse Qualität. So, französische Provence sehen wir tatsächlich auch auf diesem Adventskalender drauf. Ich finde das wunderschön. Das sieht echt irgendwie nach Urlaub, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein Stückchen weihnachtlich aus vom Design her. Ich mag's. Wie geil ist das denn? Wenn man das aufklappt, dann sieht man sogar diese Weihnachtswelt von innen, beziehungsweise man kann in die Häuser reingucken. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender und wir starten mit der Nummer 1. Übrigens, von innen sind so Eierschalenkartons drin, das heißt kein Plastik und so. Finde ich klasse. Also das ist schon mal das erste Positive, was mir auffällt. Das heißt, man kann die ganz normal im Papiermüll entsorgen. Verveen Gel Creme, eine Cooling Hand Cream Gel mit 10 ml haben wir hier drin. Ja, also das ist tatsächlich ein Produkt, was ich auch, glaube ich, schon mal ausprobiert habe. Eine kleine Handcreme, passend für die Handtasche. Als nächstes habe ich hier eine Bodylotion drin. Das finde ich cool, das muss ich ausprobieren. Da sind 30 ml von der Verbena Bodylotion drin. Und ich finde allein dieses Verpackungsdesign schon mal richtig cool, weil es ist ja eine kleine Größe. Es sieht aber super edel aus. Ich kann mir ja ein bisschen mal auf den Handrücken geben, dass wir mal gucken, wie das so grob von der Konsistenz her ist. Ein bisschen ist gut, Leute. Ich habe ein bisschen übertrieben, ne? Aber ja, das ist eine schöne Konsistenz. Sehr reichhaltig. Ach, was soll der Falschgeiz? Ich habe ja hier gerade einen nackeligen Arm, ne? Den mache ich jetzt hier mal direkt eincremen. Den mache ich eincremen, geil. Oh. Oh, schönes Hautgefühl. Nicht fettig oder so. Das ist genau das, was ich von der Bodylotion auch immer mir wünsche. Und den Duft mag ich auch. Das hat auch so ein bisschen was Minziges. Sehr, sehr cool. Auch ein bisschen was Zitroniges. Da muss ich immer aufpassen, weil ich nicht so gerne zitrische Düfte mag, aber das gefällt mir. Mit eingecremtem Arm entnehme ich die Nummer 3. Hier habe ich Amont Huile de Douche, also ein Shower Oil dabei, 50 ml. Und hat das was dann mit Mandel zu tun? Weil Amont, ist Amont Mandel? Ich weiß es nicht. Riecht sehr, sehr sanft, sehr angenehm. Das finde ich cool. Ich mag auch diese kleinen Fläschchen. Guck mal, dass man das so aufmachen kann, ne? Hast du da so ein Prümpel? Das sieht ganz hübsch aus. Weiter geht die wilde Reise und hier haben wir ein Shampoo drin, auch das Amont, das passt dann auch zu dieser, hier, with Almond Oil, ich glaube, das stand bei dem anderen auch drauf, ne, 50 ml, finde ich auch klasse, ich mag Mandelduft sehr, sehr gern und das passt auch zu diesem weihnachtlichen ganzen Gedönsen, ne, mag ich. Oh, in der Nummer 5, der Tag vor Nikolaus, haben wir eine Creme drin mit Immortelle. Immortelle ist irgendwie auch eine Blume, glaube ich, ne? Precious Cream, 5 ml sind hier drin. Gut, das kannst du dann als Probiergröße nehmen. Eine Tagescreme fürs Gesicht, ja, ist auch mal ganz schön, ne? So kann man die Marke nämlich noch ein bisschen mehr ausprobieren. Und ja, 5 ml, ne? Da kommst du nicht so Ewigkeiten mit hin. Aber um zu gucken, ob die Haut das so verträgt und ob einem das Gefühl der Haut gefällt, kann man solche kleinen Größen ganz gut verwenden. Und wenn es einem richtig gut gefällt, kann man sich ja die Originalgröße davon kaufen. An Nikolaus, dem 6. Dezember, erwartet uns wieder ein alter Bekannter, nämlich eine Handcreme Cherry Blossom 10 ml. Ja, ich liebe Kirschblüte, also vom Duft her ist es perfekt für mich. Darüber freue ich mich gerade extrem. Aber eine Handcreme an Nikolaus finde ich ehrlich gesagt nicht so schön.
In der Nummer 7 erwartet uns unser zweites Duschgel und hier haben wir die Duftrichtung dieses Verbena Shower Gel, so wie quasi mein Arm jetzt auch gerade riecht. 30 ml haben wir hier drin und das ist auch wieder so eine schöne Verpackung. Positiv finde ich übrigens auch jetzt einfach mal, ne, so zwischendurch angemerkt, dass es eigentlich fast alles auch Unisex-Produkte sind. Ne? Also das ist jetzt nicht so von den Düften her typisch Mann, typisch Frau und das finde ich sehr, sehr praktisch, weil auch der Adventskalender ist ja designtechnisch nicht irgendwie, ne, sehr gebrandet auf maskulin oder feminin. Mag ich gerne leiden und darüber freue ich mich. Die Nummer 8 darf immer machen, dass es kracht, weil Monsieur hat am 8. Dezember Geburtstag. Dieses Jahr wird er 7. Und hier habe ich Milk Extra Gentle Soap, 25 Gramm, also quasi eine Handseife. Kann man auf jeden Fall ganz gut gebrauchen und ich glaube, sowas ist ja auch generell im Sortiment von L'Occitane immer wieder drin zu finden. Und die riecht ganz klassisch nach einer Seife. Also da ist jetzt kein spezieller Duft dran, den ich jetzt so entdecken kann. With Shea Butter soll das sein. Oh, dann hast du gleichzeitig noch eine Pflege mit dabei. Das finde ich klasse. Über die Nummer 9 dürfen wir uns nun freuen, denn da ist ein weiteres Produkt drin aus dieser Mandelreihe. Und zwar der passende Conditioner zu dem Shampoo, was wir ja schon hier drin hatten. 50 ml haben wir hier drin enthalten und ich feiere es wirklich hart, dass diese kleinen Größen trotzdem hier so ein Prümpel haben. Ne? Das heißt, man muss die jetzt nicht unter der Dusche aufschrauben oder so, weil das nervt mich immer so. Also finde ich genial. In der Nummer 10 erwartet uns unsere zweite Creme. Oh mein Gott. das ist Aqua Reotier, eine Ultra Thirst Quenching Cream. 5 ml haben wir hier drin enthalten, also quasi eine sehr feuchtigkeitsspendende Creme. Ja, das ist doch mal was, ne? Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, welche Creme einem vielleicht sogar auch ein bisschen besser gefällt und welcher für die eigenen Hautbedürfnisse einfach besser passt. Mag ich. Nummer 11. Huch! Die Nummer 11 war ein bisschen auf Reisen, sie war runtergerutscht und zwar haben wir hier auch wieder eine Handcreme drin, auch wieder 10 ml und hier haben wir dann die Mandelgeschichte auch mit dabei, also quasi, ja, ne, die dritte Handcreme. Ich glaube, L'Occitane steht auch hauptsächlich für deren Handcremes, oder? Also ich, wie gesagt, ich kenne ja auch fast nur die Handcremes von denen. Ich glaube, ich hatte mal ein Duschgel von denen irgendwo auch mit dabei gehabt, aber ansonsten kenne ich die Produkte nicht und die sollen ja sehr, sehr hautverträglich sein. Nö, aber finde ich schön, das ist die, ja, dritte Reisegröße, ne? Aber ich rechne auch nicht bei einem 59 Euro Adventskalender von dieser Größe mit Full Sizes. Oh, ja, wow, schön. Halbzeit, hier haben wir eine Seife. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Eine Verbena Soap mit diesem Verbena Blatt. Und Leute, das sieht wirklich aus wie ein Blatt. Und das finde ich wunderschön. Auch da sind 25 Gramm drin enthalten. Und es ist halt wirklich ein Blatt. Ne? Also auch von der Form her, das mag ich immer richtig gerne und darüber freue ich mich. Ja, wird dann bei uns im Badezimmer in die Seifenschale kommen. Oha, sehr schön. In der Nummer 13 haben wir diesmal keine Handcreme, sondern eine Fußcreme. Ich liebe es, wenn wir Fußcremes mal in Adventskalendern drin haben oder in Beautyboxen oder so, weil ich sie jeden Abend auch verwende. Also für mich eine ganz wichtige Geschichte für trockene Haut mit 15% Shea Butter. Hier sind 10 ml drin enthalten und das finde ich, wie gesagt, mega. Ja, ich habe halt einfach sehr trockene Füße auch. Ich habe generell ja eine sehr trockene Haut und ich denke halt immer, mich tragen meine Füße ja durchs Leben und warum sollte ich sie dann bei meiner ganzen exklusiven Pflegeroutine, wo ich ja hier ein Öl, da eine Creme, rampampam, tralala, mit draufpacke, vernachlässigen. Nö, deswegen, da kommen jeden Abend kommt da ein bisschen Creme drauf. Oha, wir haben in der Nummer 14 noch ein Shampoo, das finde ich ja super. Mit 5 essentiellen Ölen, 35 ml, ja, cool, wird sehr pflegend sein. Und ich habe auch trockene Haare. Ich bin gefühlt eine Trockenpflaume, Leute, alles ist trocken hier. Nee, deswegen, also für mich super. Ach, guck mal, in der Nummer 15 haben wir noch eine weitere Creme drin. Das sind 5 ml von dieser Leger Cream, also quasi eine etwas leichtere Creme. Die kann ich mir dann ganz gut für den Tag vorstellen, ne? Wenn das halt nicht so super reichhaltige Produkte sind. Mit 5% Shea Butter haben wir hier drin die Geschichte und ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Oh mein Gott, ja. In der Nummer 16 haben wir eine weitere Handcreme und zwar mit Rose. 10 ml haben wir hier drin enthalten. Ja, super. Also ich liebe Rosenduft, ich liebe Kirschblütenduft, da bin ich schon mal hier sehr gut bedient, muss ich gestehen. Und ich mag es auch voll gerne, mir eine Handcreme ans Bett zu legen oder eine Handcreme in meine Jackentasche oder in die Spaziergetasche mit Sammy oder in mein Auto zu legen. Also habe ich ja sowieso überall. Ich finde es ein bisschen viel, muss ich wirklich sagen. Ne? Das ist jetzt schon, wie gesagt, die vierte Handcreme. Normalerweise sage ich immer,
3 gleiche Produkte in einem Adventskalender ist okay. Alles, was darüber hinausgeht, ist mir ein bisschen zu viel. Das heißt, das hier ist jetzt schon so ein Müh über meiner Schmerzgrenze, um das mal so zu sagen. Wobei ich die Duftrichtung sehr, sehr schön finde. In der Nummer 17 haben wir ein Duschgel drin. Und zwar ist das dieses Verbene halt wieder und Argym, keine Ahnung, 35 Milliliter. Schaut auch so aus, finde ich ganz hübsch gestaltet. Auch das wieder, ne? Sehr unisex, sehr green. Ich glaube, ein gewisser Prozentsatz von den Produkten von L'Occitane sind ja, glaube ich, auch bio, ne? Irgendwie so war das auch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt anhand dieser Produktfläschchen sehen könnte. This bottle is made of 100% recycled plastic material and is recyclable. Guck, das ist schon mal total positiv. Und ja, das ist einfach ein Duschgel. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember erwartet uns ein Lippenpflegeprodukt. Das finde ich auch total super und passend. Ich finde auch, in jeden Adventskalender gehört eine Lippenpflege rein. Ich zum Beispiel habe, eigentlich sieht man das, wenn ich keinen roten Lippenstift trage, hier an der Seite eine super kaputte Stelle. Da habe ich irgendwie nachts drauf gebissen oder sonst irgendwas. Und das ist, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe oder geknibbelt oder so. Deswegen, ich brauche ganz viel Lippenpflege. Hier sind 10% Shea Butter drin, 2 Gramm Ultra Rich Lip Balm, hört sich für mich sehr positiv an und ne, deswegen, so ein Lippenbalsam kann man ganz gut im Winter gebrauchen. Ich kann den eigentlich ganzjährig gebrauchen. Sehr geil. In der Nummer 19 haben wir 35 Milliliter von dem Conditioner mit den 5 essentiellen Ölen drin. Also das passt halt, ne? Da haben wir immer Shampoo, Conditioner. Dass das so aufeinander abgestimmt ist, finde ich total geil und werde ich auch in Kombi verwenden und euch im Aufgebraucht-Video dann auch mal da die Review zu geben, weil so kann ich nur sagen, ja, finde ich vom Produkt her ganz praktisch, aber ich kann euch nicht sagen, wie die Wirkung ist, abgesehen von der Bodylotion, die schon 1A eingezogen ist, aber ich kann mir jetzt ja nicht für jedes Produkt die Haare waschen. Oha, was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, ein Serum in der Nummer 20, müsste das jetzt sein, oder? Was ist das? 20, ja. Immortelle Reset. Reset Nui, das ist ein Ölserum für die Nacht mit 5 Millilitern. Also das wird Klimbim-Wert haben, Leute. Also da gehe ich von aus, dass wir hier ein richtiges Highlight-Produkt gerade sehen. Und das ist Glas hier unten. Ein richtig schöner Flakon. Ich mag gerne diese Farbverläufe, ne? Kannst du hier oben pumpen. Süß gemacht. Finde ich echt geil. Wird ausprobiert. Puh, ja. In der Nummer 21 haben wir wieder eine Handcreme drin. Ja, Intensive Hand Balm, Very Dry Skin, 25% Shea Butter, 10 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, das ist mir ein bisschen viel, auch wenn ich die Produkte ganz interessant finde und denke, naja, 10 Milliliter, die kann ich dann auch relativ schnell aufbrauchen und so, ne? Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, da hätte ich mir gewünscht, jetzt ein paar andere Produkte noch aus dem Sortiment kennenlernen zu dürfen. In der Nummer 22 haben wir unsere nächste Body Milk drin und das ist die Verbene und Argym Geschichte, 35 Milliliter und ja, schaut so aus. Ist auch vom Packaging her wieder so ähnlich wie ne, die Seife und was wir da nicht alle schon von hatten, das Shampoo, die Spülung, rampampam, tüdelü. Gut, am Tag vor Heiligabend dürfen wir uns selbstverständlich nochmal die Hände eincremen. Läuft. 10 Milliliter haben wir hier drin, 20% Shea Butter, Honey Harvest Hand Cream. Auch das finde ich mega interessant und ich habe auch echt Bock, das alles auszuprobieren und so, ne? Aber ich finde es halt einfach ein bisschen viel, in einen Adventskalender 1, 2, 3, 4, 5, 6 Handcremes reinzupacken. Das ist ein Viertel des Adventskalenders, Leute. Das muss man sich halt mal so überlegen. Ist ein bisschen viel, komm. Und in der 24 haben wir jetzt wahrscheinlich eine Full Size von der Handcreme drin, oder? Entschuldigung, es ist eine Kooperation, aber trotzdem, ich bin und bleibe offen und ehrlich, Leute. Ne? Da rede ich ja nichts schön, das wisst ihr. Es ist eine Full-Size-Handcreme mit 75 Millilitern, 20% Shea Butter, Dry Skin Hand Cream. Ja. Ne? Ja, es ist sinnvoll. Und ich, wie gesagt, ich kenne auch L'Occitane hauptsächlich für deren Handcremes, aber das ist natürlich ein bisschen hardcore. Ein bisschen hardcore, muss man wirklich sagen. Ne? Es ist super schön und ich habe auch wirklich Bock, die Produkte auszuprobieren. Ich dachte, ich mache einen Scherz und dann kommt das wirklich dabei rum. Mein Fazit zu dem Adventskalender. Für mich persönlich sind hier viel zu viele Handcremes drin. Ja, wir kriegen einen schönen Einblick in das Sortiment, indem wir ein paar Gesichtsprodukte vorgestellt bekommen, Haarprodukte, Körperprodukte, Fußprodukte, Lippenprodukte. Finde ich klasse, finde ich wirklich, wirklich gut. Aber ein bisschen mehr Abwechslungsreichtum
Wachstum hätte dem Adventskalender nicht geschadet. Positiv ist außerdem, dass der Adventskalender weitestgehend heile geblieben ist und nicht vollkommen auseinandergefleddert ist. Das ist nämlich anderen Adventskalendern in dem Bereich schon so gegangen, dass die halt sehr schnell auseinandergerissen sind. Die Kläppchen haben sich schön öffnen lassen und so. 99 Euro wert, kann ich mir auch wohl vorstellen. Und das ist halt das Positive, was ich auch noch erwähnen muss. L'Occitane schreibt jetzt nicht auf deren Homepage, ja moin, dass die irgendwie einen sechsfachen Wert oder einen fünffachen Wert im Adventskalender drin haben, sondern halt in Relation 59 Euro, 99 Euro. Also deswegen, man weiß halt direkt, was man kauft, und die Bilder sind ja auch abgebildet. Ne? Also man sieht den Inhalt auch auf der Homepage. Also von daher muss man selber entscheiden. Ich freue mich über die Kooperation, ich freue mich über den Inhalt und ich freue mich auch, dass ich einen Adventskalender hier verlosen darf. Eine Sache ist übrigens bei der Verlosung sehr, sehr wichtig. Da hat mich L'Occitane drum gebeten, dass ich das mit in die Verlosung inkludiere. Und zwar, dass ihr nicht nur meinem Kanal folgt als Abonnent, sondern auch L'Occitane, denn die sind gerade dabei, ihren YouTube-Kanal aufzubauen. Und da wäre das ganz schön, wenn ihr dort auch ein Abo da lassen würdet. Alle weiteren Teilnahmebedingungen, wie gesagt, unten in der Infobox. Und ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem L'Occitane Adventskalender. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!